Sure. Und da geht's runter. Anscheinend waren wir zumindest schon mal in allen Räumen. Eventuell könnte irgendwo noch ein kleines Versteck sein, das man mit Schleichen findet, aber das... Ne, ich will jetzt wissen, was da unten ist. Ja, wir sind weiter unten. Okay. Zurückzublicken fühlt sich komisch an. All die Zeit, die ich in meiner Jugend hier verbrachte, ohne das Kommende zu sehen. Ja, weil es ist... Oh, geh mal zurück. Hier wird schon ein Ticken härter. Aber wir haben bei unserer Festung gegen 3 oder 4 davon gleichzeitig gekämpft. Das ist also soweit okay. Trotzdem sollten wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Erstmal keine Türen öffnen, würde ich sagen. Erstmal hier Hauptkorridor folgen. Hallo? Oh. Du mach mal so. Guck, was passiert. Leichter Treffer, Treffer, kritischer Treffer. Mach mal so. Da kommt jetzt was raus. Ihr greift den an. Du gehst doch wieder zurück. So. Du schießt auf den. Yes. Du machst erstmal den hier dahin. Flammenschwert. Schadensreduktion. How may I help? Du machst nochmal den. Du gehst näher ran. Machst den hier. Gott, einer ist kaputt. Nächster ist kaputt. Und nächster ist kaputt. Aber kommt mir das nur so vor, oder haben die jetzt Gesundheit abgezogen, keine Ausdauer? Also er war nicht auf 0 Ausdauer, er hat trotzdem anscheinend Gesundheitsschaden genommen. Was aber auch Sinn machen würde bei Geistern. Klick, Feuerballfalle. Und ein Abwehrring. Der Abwehr +5, +5 Abwehr. ist das jetzt ein schwacher Ring der Abwehr, der mit Abwehr verzaubert wurde? Oder steht es einfach nur doppelt da wegen dem Fehler? Lässt sich testen. Du... Gib das ihm. Das dahin. Du hast... Verteidigung... 34 Abwehr. Hast dadurch nicht mehr Abwehr, weil du schon einen Abwehrumhang hast? Irr, okay. Du? Ja, dir hilft es auf jeden Fall. Und das ist nur +5, nicht +10. Aber das ist völlig in Ordnung. So, raus. Warte noch mal ganz kurz, ob da noch eine Falle irgendwo dran ist. Ne. Ein guter Zweihänder, aber den hat er, glaube ich, schon. Nicht du, der andere Große. Ja, guter Zweihänder. Da lang. Guck, guck. Ich würde ganz gerne eigentlich erstmal zu der Tür da, genau, dass wir nach und nach das ganze Gebiet sozusagen sicherstellen, dass uns keiner in den Rücken fallen kann. Das ging schnell. Ja, dafür ist die Akebuse echt super. Sehr viel Schaden auf einmal. Komm, alle rauf da. Nicht so komisch rumstehen, umlaufen, draufhauen. Genau. Diesmal nicht so wirklich viel weniger geworden, aber ich glaube, die wurden noch nicht getroffen. Wir sollten trotzdem rasten. Ja, ich glaube, ich benutze in den nächsten Kämpfen einfach jetzt schön viele Zauber, damit sie einfacher gehen. Und dann rasten wir einfach, um die Gesundheit hochzubekommen, nur für den Fall, dass irgendwas schief läuft. Und schleicht bitte, falls hier irgendwelche Schalter sind.
Das ist der Weg zurück. Das sieht wichtig aus wegen den zwei Dingern da. Klopf, klopf. Okay. Okay. Verrat. Das sind zwei von denen und zwei von den anderen. Stell dich mal so hin und du hol die mal her. Genau, alle kommen. Alle rauf. Du mach Verwirrung. Du mach mal diese Lanze. Genau. Slash, slash. Ah, nur leicht verletzt. Das ist doch, glaube ich, Eisschaden gewesen. Und bei Untoten wird das nicht so wirklich viel bringen. Kaputt, kaputt. Stehen alle im Weg. Schwer verletzt. Komm. Du zauber mal Skelette hinter denen. Könnte helfen. Genau, hau dem Rücken. Gut. Oh, okay. Suchen. Steady does it. Vergebung liegt nicht in unserer Natur. Jeden, die nach Erlösung streben, haben einen langen und verschlungenen Weg vor sich. Ein Weg, der uns nach unten in äußerste Vertiefung unserer Seele führt und uns auffordert, über die gebrochenen Aspekte unseres Selbst nachzudenken. Okay. Der Steiner sieht verdächtig kopiert aus. Okay, schade. Wand vielleicht? Nö. Aber hier ist noch Loot. So. Folgen wir mal dem Korridor hier. Ganz schön weitläufig hier unten. Weg. Schön die Krieger vorlassen. Abgeschlossene Türen sind immer gut. Da ist bestimmt was Tolles hinter. Schleichen solltet ihr. Hallo? Sehr gut. Treppen runter würde ich eigentlich ungern gehen. Aber das ist keine neue Etage. Nee, das ist nur so ein leichter Weg nach unten. Oh, was haben wir hier? Wir haben Schleim. Und ein Phantom. Machen wir das Phantom zuerst. Oh, noch ein bisschen mehr. Okay. Du mach. Oh, ein Riesenschleim da unten. Du mach den dahin, du mach das auf den, du Schwert auf den. Du mach Schutz auf die drei. So, du machst gleich noch einen Zauber auf den Schleim. Du versuchst das große Ding. Du machst Geschosse auf den. Und du geh mal runter und mach das Blitzding. Blitzding. So. Goodie. Alle auf den großen Schleim. Ja, das klappt gut. Klappt gut, klappt gut. Und weg. Uff, uff. Mhm. Wird langsam zäher. I'll see what I can find. Was ist hier? Das ruhige schwarze Wasser spiegelt wie schwarzes Glas. Okay. Oh, ein auffälliger Schalter. Hörst du ein kreischendes, metallisches und ein schnappendes Geräusch? Und ein Geist und ganz viele Leichen. Das werden die Priester sein. Was ist das? Ach du liebe Zeit. Wird das gesagt? Alos.
Als du dich näherst, erhebt sich Licht von den Knochen. Bevor deine Welt umkippt, kannst du einen Moment lang das kaum wahrnehmbare Bild einer stehenden Gestalt sehen, deren Züge aus verschwommenem Nebel oder Rauch bestehen. Es ist, als seist du zur Seite und damit in ein neues Leben getreten. Einem verwobenen Kreis aus Fackelfeuer folgend rennst du eine Freitreppe hinunter, wobei dir dein eigener keuchender Atem in den Ohren dröhnt. Panik und deine Robe behindern deine Schritte. Du kommst fast ins Straucheln, als jemand eine Hand ausstreckt, dich am Arm packt und wieder ins Gleichgewicht bringt. Dein Akolytkollege lächelt dir aufmunternd zu, als du den Fuß des Tempels erreichst. Du rennst an dem flachen Reflexionsbecken vorbei, das den niedrigsten Punkt des Tempels bildet, und folgst den dunklen Gestalten der älteren Priester, während sie zum schmalen Saal vorgehen, der in die Gruft führt. Dabei eilst du mit schnellen Schritten an einem der Fackelträger vorbei. Das raue Licht der Flammen enthüllt ein verstrautes Gesicht. Ein Moment lang überspannt dein Bewusstsein Zeit und Identität und du glaubst, dass Wirtan hier am Fuß des Tempels bei dir ist. Wirtan war der, der uns den Auftrag gegeben hat, oder? In der Erinnerung schaut er dich einen Moment lang an, bevor er an dir vorbei etwas anderes sieht. Sobald sie gegangen sind, komme ich zurück, sagt er zu dir. Als du von der Menge weitergedrückt wirst, werden seine Worte leiser. Bleib nur still, wir können keinerlei Risiken eingehen. In der Gruft leuchten goldene Reliquien wie willkommen heißende Sterne. Die Erinnerung verzerrt sich und reißt dich wie eine weggeworfene Puppe aus einem Moment heraus und stürzt dich in einen anderen. Jetzt bist du nur noch von Dunkelheit umgeben. Bevor sich das Wissen über dich legt wie ein Schleier, glaubst du, geblendet worden zu sein. Doch sind in Wahrheit nur sämtliche Kerzen ausgebrannt. Sie wurden hier eingesperrt von Wirtan und er wollte wohl wiederkommen, wenn die Bedrohung weg ist. Du weißt jetzt mit unwohler Gewissheit, dass niemand kommen wird, weil ihr eingeschüttet wurdet. So war das, glaube ich. Also Wirtan hat das uns einmal am Anfang erzählt gehabt. Oder irgendjemand anders oben bei den Ruinen? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Irgendwo zu deiner Linken gibt es ein knackendes Geräusch, ein nasses, schlurfendes Glucksen und ein zerrissenes Seufzen. Du kannst nichts sehen und daher kannst du auch nicht erkennen, welcher Bruder oder welche Schwester gefallen ist und was da nach dem Wasser gräbt, das in Körpern zu finden ist. Zu deiner Rechten hörst du ein schwaches Murmeln im vertrauten Rhythmus eines Gebetes. Die Worte aber kannst du nicht mehr verstehen. Ja, wir sind hier drin verdurstet und haben sich den gegenseitig umgebracht, um das Blut zu trinken. Was nicht sonderlich viel hilft, weil bei so viel Blut muss man sich gleich übergeben, dann hat man noch weniger Flüssigkeit im Körper. Du bist zu erschöpft, um Schaden anzurichten. Der Durst brennt in dir wie ein Feuer. Deine Zunge ist dick angeschwollen und jeder Atemzug kostet dich Kraft. Am Ende jeder Finsternis gibt es einen Lichtschein, sagten sie. Diese Finsternis aber ist endlos. Nachdem dich der Geist freigibt, kommst du wieder zu dir, wenn auch völlig zerstört. Du kannst langsam wieder klar sehen und die Gruft um dich herum erscheint abermals. Das dürftige Licht der Seele, die immer noch wie ein verblassener Nebel im Raum treibt, hüllt sie in matte Farbtöne. Der Geist sendet Angst in Wellen aus, die an den eigenen Gefühlen reißen. Dieser lügende Bastard. Ich werde Sorge tragen, dass er hierfür bezahlt. Ja, wir wissen nicht, ob er gelogen hat. Vielleicht wollte er euch wirklich hier drin beschützen, aber er konnte nicht wieder herkommen. Wir sind stoisch. Der Geist scheint sich in sich selbst zurückzuziehen. Als sie die Seele zurückzieht, spürst du weniger von ihrer Angst und Verwirrung, aber sie verweilt dennoch. Egal, wie oft ich dich ins Leere glotzen sehe, es büßt nichts an Seltsamkeit ein. Ja, wie gesagt, für die stehen wir jetzt einfach nur rum und starren vor uns hin. Was machen wir jetzt mit den Überresten? Unsere Aufgabe war es, sie einzusammeln. Nur weil er jetzt eventuell sie verraten hat, ändert es aber trotzdem nichts daran, dass sie wahrscheinlich irgendwo lieber begraben sein wollen, als ewig ihre Höhlen hier in diesem Raum zu haben, wo sie gestorben sind, oder? Und was geht Marissa das Ganze an? Ja, sie sammelt die Sachen ein. Zum einen, weil es das Richtige ist.
Zum anderen aber auch, weil sie genau dafür bezahlt wird und sie ist eine Söldnerin. Du verbringst ein paar Momente damit, so viele Priesterknochen wie möglich einzusammeln. Die stellt sich als schwere und grauenhafte Aufgabe heraus, aber es gelingt dir, alle zu bergen. So. Suchen. This I haven't seen before. Warum war das gerade alles gelb? Alright then. Trank des Duplikats. 20 Abwehr bis Schaden. Ist genau wie der Zauber. Den kriegt jetzt auch mal der Zauberer. Geisterschild. Der die Schadensresistenz erhöht und einen Konzentrationsbonus bewirkt, damit man nicht unterbrochen wird. Kriegst auch du. Rest kommt in die Kiste. Können wir nicht die ganzen Goldteller und so mitnehmen? Dietrich benötigt 2, Gruppendetektiv 5. Kannst du das vielleicht? Ah, genau. Gauns Anteil. Streitflegel. Gut entziehend. Gib das mal hier. Kupfermünzen. Edelsteine. Und sucht noch mal ein bisschen weiter. Verteilt euch ein bisschen. Ob es hier noch irgendwas zum Holen gibt. So, und währenddessen gucken wir uns den Flegel mal an. Und ob sie dafür überhaupt einen Bonus bekommt. Momentan macht sie 12 bis 17 Schaden mit 36 Genauigkeit. Weniger Schaden, dafür mehr Genauigkeit. Und das Ding hatte Spezialfähigkeiten. Treffer zu Treffer. 30% Bereich leichter Treffer. Was? Ein Treffer ist jeder Angriffswurf zwischen 51 und 100. ...20% Schaden als Ausdauer wiederhergestellt. Oh. Also wenn sie damit jemanden verprügelt, kriegt sie Ausdauer wieder. Ja, das nehmen wir erstmal. Und... Was haben wir hier noch? Dieser Ständer wackelt an seiner Basis. Der Mechanismus ist anscheinend defekt. Das Mauerwerk ist bei den Türangeln leicht verkratzt. Ja... Ein Teil des Blattgoldes auf diesen Reliquien ist abgeplatzt und gibt den Blick auf das darunterliegende Holz frei. Auf einer dieser Schalen gibt es Zahnabdrücke. Also es ist kein richtiges Gold, es ist einfach nur vergoldet. Schade. Aber gut, so komme ich schon eher damit klar, das alles liegen zu lassen. Was sagt die Karte? Karte sagt, wir sollten uns da noch umgucken. Wir haben hier auch noch viel zu entdecken. Treppen, die nach oben führen. Bist du wieder eine Abkürzung? Oh, das sieht wichtig aus. Hol die mal her. Oh, es sind ein paar mehr. Oh. Schadensreduktion. Warte, bis sie rankommen. Yes. Du. Ist da ein König? 2 Könige. Das geht gut. Du. Feuerlanze. Okay. Ich glaube, ich habe einen von uns getroffen, aber das ist vertretbar. Du. Nee, mach lieber diese Lanze. Au. Hör auf, den Spruch zu sprechen. Ja? Geht mal aus dem Weg. Du. Heile. Okay, der Spruch ist endlich vorbei. Sehr gut. Du verwirr die beiden. Du. Schütz alle. Ja? Du mach Flammenschlag auf den. Du benutzt mal deinen. Näher ran. Du benutzt dein Blickdings. Gut. Du verwirr die beiden. Du. Heil.
Du schmeißt mal ihn um. Du schreist. Du machst Schaden auf ihn. Ach, die sind beide fast tot. Du fliegende Schossdinger. Ach, Gott sei Dank. Okay, kaputt. Oh, du solltest dich echt zurückziehen. Hau ihn wieder nieder. Aber wenn ich mich zurückziehe, schlägt er mir in den Rücken. Das ist auch nicht gut. Du... Hau einfach drauf. Du... Heil. Heil hier. How may I help? Du Geschosse. Gut, umgeschmissen. Alle rauf da. Alle rauf da und der ist weg. Uff, 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 uff. Nimm mit. Das sieht wichtig aus. Wir sollten jetzt aber kampieren. Ja, rasten, rasten, rasten. Gute Idee. Sehr gute Idee.